Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge unseres Let's Plays zum Mass Effect. Wir haben in der letzten Folge die Tunnel hier unten untersucht in der Kolonie Zeus Hope. Haben die Wasserwege wieder repariert und dort vorne sind ein paar Gegner, in denen ich einmal schon gestorben bin. Quatsch. Zwar sind da ein paar Krogans. Wie geht es nochmal? Ach ja, die Taste. Welcher der Krogans soll ich angreifen? You, Krogan. Ist nicht voll schlimm. Das ist rotes Licht, wenn die sterben. Warte. Natürlich, jetzt hat er die Fähigkeit verwendet. Und jetzt nutze ich ihm nichts mehr. Kriegst mich nicht. Tja, kein Problem für Shepard, wenn er mal ein bisschen am Rennen ist, ne? Aber wir können das Medigen noch verwenden, ist ja egal. Dann laufen wir mal gemütlich dahin. Krogans sind ja weg, die nerven uns nicht mehr. Da ist ein X auf der Karte. Am Upgrade-Kit. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und wir können mal gucken, Ausrüstung, da haben wir bestimmt wieder viel. Yep. Codex, ach ja, stimmt, die Baron-Sachen, aber die habe ich ja schon vorgelesen gehabt. Squad, wir können ja wieder Punkte verteilen. Oh, was haben wir bei dem als letztes gemacht? Ich glaube, ländliche Führung hatten wir schon. Spectre. Fitness. Puh, machen wir das mal. Können wir mehr Gesundheit. Kann ja nicht schaden. Rex, waren wir bei Werfen. Und Tali, wir wollen bei Erste Hilfe. So, dann Ausrüstung. Na, wir haben eine Turian-Rüstung, das bringt uns nichts. Ein Technik-Kit können wir auch mitnehmen. Transmitterturm. Was machen wir damit? Müssen wir da später nochmal hin? Tagebuch. Wasserversorgung mit den Reden, Energiezellen, Zellen finden. Oh, wir müssen kaputt machen. Okay. Kaputt. Und nun? Ah, das war diese Hauptmission, gell? Faidan von ihnen. Ah ja, in den Tunneln. Da sollten wir diesen Transmitter kaputt machen, damit die nicht uns so viel nerven. Und das wäre jetzt erledigt. Jetzt können wir den also ziemlich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um dann den Fahrstuhl zu nutzen. Wenn wir das gemacht haben, sind wir nämlich in der Lage, wieder mit unserem Marco ein wenig rumzudüsen und somit noch ein paar Submissionen und mehr Missionen zu machen. Autsch. Macht mal was Sinnvolles, geht mal hier vor. Oh. Wenn der Shepard sich mal nicht um alles kümmert, dann klappt hier mal gar nichts. Das ist echt schlimm mit euch. So, die Waffe können wir wieder einstecken. Zumindest vorerst. Ihr könnt ruhig wieder mitkommen. Das schadet euch gar nicht. Diese Kolonisten may not have much, but this is their home. They will fight to the death to defend it. To the death, zum Äußersten. Mhm. Well done, Übersetzungsteam. Obwohl das ja noch sogar gehen wird. Es gibt ein paar andere Sachen, die sind halt echt bescheuert übersetzt, aber ich habe mich schon in dem Let's Play genug über Übersetzung und vor allen Dingen der deutschen Synchro ausgelassen und ich brauche ich jetzt nicht noch einmal das Thema aufgreifen, von daher. Juckt's mir Animi, wie man so schön sagt.
Da vorne ist auch schon der Fahrstuhl. Den nutzen wir jetzt auch mal. Komm. Per Fuß. Aber wir können aber, da der Weg ja nicht lang ist, trotzdem mal die ganzen Leute informieren über das, was wir schon gemacht haben. Denn, eventuell, da wir ja jetzt den Sender deaktiviert haben, bekommen wir eine neue Mission. Schauen wir mal bei Faidan vorbei. Commander? Was ist mit dem seltsamen Verhalten? Some of the colonists are acting strange. We're a close-knit group, Commander. Most of us have lost loved ones, friends. These aren't trained soldiers. Nobody taught us how to deal with the horrors of war. Ja, schon klar. We've watched the Geth slowly destroy everything that is important to us. Don't judge us too harshly. Wir haben die Geth aufgehalten, zumindest diesen komischen Sender kaputt gemacht. I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. They won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem. Wassermangel. Is there anything I can do to solve the water shortage? Marka Doyle has been assigned to that particular. Wiedersehen. Dann gehen wir. Wir haben ein Tagebuch, ein paar vorbildlich Punkte. Ach, das war auch mehr oder minder nur eine Submission der Main-Mission. Diese ganzen Sachen. Energiezim, Wasserversorgung. Okay. Es ist. Aber wir werden jetzt trotzdem mal noch zur Wasserversorgung gehen. Eventuell, ich weiß es nicht mehr. Hilft uns der Pharah Danner, wenn wir alle ganzen Sachen hier erledigt haben. Also wenn wir dem bei Wasserversorgung, bei Nahrung und bei Strom geholfen haben. Aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Das ist halt wieder ein bisschen her. So, du gutsche Wasserwischte, jetzt habe. The water started running not long ago. Thanks to you, I assume. Wie die grinst. Now we just need to deal with the Geth and we can get back to growing this colony. Tagebuch. Vormittlich. Und Geld. Das haben wir erledigt. Jetzt noch Energiezellen und das Varan-Fleisch, um was wir uns kümmern müssen. Ich nehme mal die Abkürzung. Die bekannte Abkürzung. Und dann können wir zurück zum Fahrstuhl. Von dort aus können wir unser Marco und ein bisschen Chaos einstellen, so wie es halt am meisten Spaß macht, ne? Ach, renn mal schneller, Shepard. Du bist immer so langsam. Hm. Fahrstuhl aktivieren und lade Bier. Watch out! I don't know how much more I can take. Es war nur eine Drohne. Meine Güte, macht mal keinen Stress. Was gibt's? Können wir nicht mal mit denen reden. Das ist unser Marco. Warum der auch immer dort ist. Da hinten können wir auch nicht mehr machen. Dann können wir ja direkt mal einsteigen. Du hättest das auch sagen können. Tali. Oh! Da ist schon ein Geth-Schiffchen und sagt uns Hallo. Geth. Exterminate. Speichern können wir ja gerade nicht. Quatsch. Ups, ich wollte eigentlich nicht aussteigen. Irgendwie treffen wir den gerade gar nicht. Ah, was? Ah, falsche Tasten. Ich drücke mal die falsche Taste. So, aus der näheren Entfernung. Kann man dich schon viel besser töten. Und ich glaube. Nee, hier war das noch gar nicht. Das kommt erst später. In den Löchern ist dann so eine. So ein Weg, den man noch gehen kann. Versteckt. Ist diese Brücke. Ich muss mal rumfahren. Lisbeth? Weiß ich nicht, ob die noch da ist. Wenn wir aber es sehen können, wenn wir da sind, dann würde ich mal behaupten. Also chillen Sie mal. Take a chill. Der Kampfläufer.
Zack. Weg mit euch. Ist aber immer noch einer. Ah, da unten aber diesmal drin. Denke ich. Eigentlich müsste er schon direkt vor ihnen stehen. Uiuiui. Irgendwie hat er mich gerade voll erschreckt. Eine abgeschlossene Kiste mit leuchtender Verrührung. Kümmern wir uns mal um die Kiste. Zu leicht für mich. Deswegen verkacke ich das. Ein Technik geht alles nehmen. Aber kommen mir nur so ein paar YouTubes. Oh, warum nicht? Geld haben wir jetzt schon mehr als genug. Was wir in letzten Mal wahrscheinlich auch nicht mehr ausgeben können. Und da Geld ja leider mehr als wirklich nicht übertragen wird. Nein. Eigentlich soll das eine Straßensperre sein. Ich fahre einfach noch vorbei. Vor allem kann ich die Straßensperre wegschieben. Mhm. So, Tür, öffne dich. Boah, ist die Decke aber niedrig. Wer hat denn das gebaut? Proterna. Nicht schön. Wir. Okay. Na, da unten sind sie ja schon. Gehen wir mal rein und sagen Hallo. So in der Art. Hallo. Nicht schießen. Ich beiß nicht. That's close enough. Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back. Doch, ich bin Geth. Who are you? What do you want? Ich bin hier, um zu helfen. Commander Shepard. I'm here to remove your Geth problem. You see? Geth. You worry too much. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Tja, sie sind nicht allein. Bidan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They live, though the Geth have devastated their colony. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. Das kann ich verstehen. I'll do whatever I can to keep them away from you. But I need some information. What kind of information? Ignore him. The Geth are at the Exogeny headquarters, just a bit further along the skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. Ja, pff, kein Problem. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We could do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know. Okay, und wo finde ich sie? Where is your daughter, Juliana? She was working in the Exogeny building when the attacks came. Oh yeah, there were several places she could hide. For a short time. Ich werde sie finden. If she's in there, I'll get her out. Thank you, Commander. Wie wissen Sie, warum die Geth angegriffen haben? Do you know what the Geth are after? I have no idea. We certainly haven't found anything of use. Something Exogeny is keen to remind us of. We need to recoup our expenses. It's nothing personal. Wie sieht es über Informationen zur Kolonie aus? Tell me about the colony. We established ourselves here 4 years ago. Growth was steady until the attacks. Our biggest challenge has been the lack of resources. There's just so little here of value. Still, we were making a go of it. It was even starting to feel like. Und warum sind Sie damals hierher gekommen? What brought you here? I guess I thought this would be the start of a new life. I wanted to go where I could feel like I was making a difference. Instead. Everything we built is destroyed. It's very hard not to lose hope. Und wissen Sie, wo Lisbeth sich aufhält? Where is your daughter, Juliana? Somewhere at the Exogeny headquarters, I hope. Und was wissen Sie noch zu Zoo's Hope? How did you get split up from the Zoo's Hope colony? Okay, so. Most of us live closer to the Exogeny building. Zoo's Hope was mostly used as a port. When the Geth hit, we scattered. Until you told us about the others, we assumed they were killed in the first wave. If we had known they were still alive, we might have attempted to join them. Das können sie immer noch. Secure now. Maybe you should do that. No. I don't think that's a good idea. We have no vehicles, and the skyway offers little protection.
like the building we're in now? Listen, our best hope is to sit tight and wait for company reinforcements. They'll come eventually. Wie sieht's eigentlich mit der Exogeny-Anlage aus? What was the building used for? Oh, yeah, we repurposed that structure to serve as headquarters for Exogeny. That's mostly offices with a number of light-duty R&D labs. Exogeny is a master at repurposing anything and everything. The company has to make a profit somehow, Juliana. Pharos is a long way from self-sufficient. Gut, dann bleiben Sie hier, solange ich bis ich zurück bin. Of course. And please remember, if you see my daughter. Ja, kein Problem. Wir haben sogar einen Tagebucheintrag. Ach, das sind Nebenaufträge. Ah, blablabla. Pharos Gathandev, Exogeny Hauptquartier untersucht. Gut, aber die Zeit ist schon wieder vorum. Deswegen können wir erst in der nächsten Folge uns um Pharos wieder kümmern und auch uns hier mal vielleicht mit ein paar Leuten unterhalten. Vielleicht können wir noch etwas Nettes in Erfahrung bringen. Das aber erst in der nächsten Folge. Das war die 124. Folge unseres Let's Plays Mass Effect. Lifemaker over and out.